nicht mehr hören. So, nochmal. Könnt ihr mich alle hören? Vielen Dank an alle, die erschienen sind. Es war sehr kurzfristig und deswegen ist es toll, dass ihr es alle einrichten konntet. Und ja, es ist immer gut, dass man sieht, dass man nicht alleine ist mit seinen, ja, mit seiner Wut in dem Fall schon gar. Danke. Ja, wenn ihr ein bisschen nach vorne kommen würdet, dann könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen runterdrehen. Dann hält das länger, obwohl es heute eigentlich reichen. Ja, jetzt finde ich übel, dass ich das ablese. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber man muss es ja langsam mal machen. Das ist ja, viel zu sehen. Genau. Ja, wir haben ja alle mitgekriegt, dass jetzt mal wieder ein Buch von einem Politiker veröffentlicht wird, diesmal sogar während der Amtszeit. Ja, also erst heute ist ja das Buch des Bezirksbürgermeisters von Neukölln veröffentlicht worden. Schon seit Tagen ist es bundesweit im Gespräch. Ganz Deutschland bildet sich nunmehr eine Meinung über einen Bezirk, in den vermutlich kaum einer der Urteilenden einen Fuß gesetzt hat. Wie so oft wird dieser Bezirk instrumentalisiert, um auf diese Weise Meinung zu machen. Und auch der Titel des Buches des noch amtierenden Heinz Buschkowskis ermuntert jeden, der die Bild- oder andere reißerische Medienerzeugnisse konsumiert, ein Urteil zu fällen. Heißt es doch, Neukölln sei überall. Doch die Grundlagen für die angeblichen Erkenntnisse dieser Mitmenschen sind schlichtweg falsch. So verständlich es ist, dass Menschen eine komplizierte Welt in Kategorien organisieren, so wichtig ist es doch, diese genau zu überprüfen und zu hinterfragen. Und gerade jene, die sich anmaßen, die Geschicke zu lenken und Entscheidungen zu fällen, sind eigentlich dazu verpflichtet, genauestens zu überprüfen, nach welchen Mustern sie Probleme wahrnehmen. Sie haben die Verantwortung dafür, keine Vereinfachungen zuzulassen, die Menschen verachtet. Die Auswirkungen einfacher Wahrheiten waren und sind immer fatal. Die nicht enden wollenden Skandale, die durch die Aufklärungsversuche des NSU-Ausschusses ans Tageslicht kommen, zeigen, wie schrecklich die Auswirkungen eines simplen Weltbildes sein können. Einseitige Ermittlungsansätze führten dazu, dass man Ewigkeiten im Dunkeln tappte. So waren wohl alle unsere ermittelnden Experten davon überzeugt, dass Kriminalität vornehmlich von Migrantinnen und Migranten ausginge. Ein regelmäßiges und menschlich ordentliches Hinterfragen dieser Wahrnehmung, eine gesunde Selbstkritik bei ihrer Aufgabe, hätte Leben retten können. Aber es wird nicht hinterfragt. Denn die uns beherrschenden und regulierenden Wahrheiten werden nach Mehrheiten gebildet, egal welche anderslautenden Argumente es sonst noch gibt. Und um ein Weltbild, das Menschen angeblich Sicherheit bietet, nicht zu erschüttern, wird Empörung über diese angeblichen wahren Zustände als Unterdrückung der Meinungsfreiheit gebrandmarkt. Es ist meiner Ansicht nach kein Zufall, dass in Zeiten, in denen Kürzungen von Zuwendungen sozialer Projekte durchgesetzt werden und Arbeit zu Löhnen unterhalb des Existenzminimums gerechtfertigt wird, die Frustration steigt und sich Menschen an eben diese Wahrheiten klammern, als bliebe ihnen sonst nichts anderes mehr übrig. Die ständige Leugnung der Zugehörigkeit, die Segregation, also die Trennung der Menschen, die zuallererst durch jene betrieben wurde, die sich der Veränderung verweigern wollten, hat erst zu den beklagten Parallelgesellschaften geführt. Ganz unabhängig von Religion, Geschlecht oder Herkunft. Und die so erzeugte Abwehr gegen Migrantinnen und Migranten ließ nie nach. Gern wird von den hohen Standards der Demokratie gesprochen, doch das intellektuelle Fundament dieser Einzelseligkeit ist morsch. Die Behinderungen bei Einbürgerung und Wahlrecht werfen deutliche Zweifel auf, dass eine Integration überhaupt erwünscht ist. Kaum verwunderlich ist doch. Verwunderlich ist doch, dass die Wahrheiten, die von Sarrazin Buschkowski und anderen Fackelträgerinnen behauptet und verbreitet werden, vor allem in Gegenden populär sind, wo es wenig Verschiedenheit an Kultur und Herkunft gibt. Den Neuköllnerinnen, die sich seit Jahren engagieren und sich nicht vom billigen Populismus blenden lassen, nun die Schuld zuzuweisen, ist zynisch.
Es ist doch komisch, dass gerade Politiker, die jahrelang mit vorgeblicher Gestaltungskompetenz um Mandate warben, sich in der Dämmerung ihrer Amtszeit bemühen, Sündenböcke zu finden. Sündenböcke für ihr Versagen, dessen Ursache klar in der Einfältigkeit ihrer Wahrnehmung liegen und in den davon abgeleiteten Fehlschlüssen. Multikulturalismus ist nicht tot, er hat nie gelebt, es wurde ihm nie ein Fundament bereitet. Denn der ständige Wiederkehren konservativer Forderungen nach Assimilation, ständig wiederholte Behauptungen rassistischer Wahrheiten, ist fernab von Akzeptanz und dem Gewähren von Würde. Und um die Wahrung und Gewährung von Menschenwürde geht es, schlicht und ergreifend, um nichts anderes, aber um die aller. Nicht nur, um die Menschen, die von Geburt, Herkunft oder sozialem Stand privilegiert sind und daher mehrheitlich definieren, was Menschenwürde bedeutet. Wir Neuköllnerinnen nehmen es nicht hin, dass unser Bezirk von Rassistinnen für ihre tödliche Polemik missbraucht wird. Wir lassen es nicht zu, dass unsere Lebensumstände instrumentalisiert werden von jenen, die durch ihre Ausübung von Mandat und Amt regelmäßig verschlechtert werden. Deshalb sind wir heute hier, um uns das zuzusprechen, was uns von Politikerinnen wie Sarrazin und Buschkowski ständig verwehrt werden soll. Wir solidarisieren uns mit unserem Bezirk und den Menschen, die darin leben. Denn wir sind diejenigen, die Neukölln kennen und beurteilen können. Wir lassen uns nicht darauf ein, eine Wahrheit zu behaupten, die nicht existiert. Dafür haben wir viel zu viel Respekt vor ihr und vor uns, vor der Wahrheit und vor den Neuköllnern. Danke.